Hi! Und Hallöchen, da sind wir Willkommen wieder. zurück zu Wir verkloppen den Berg. Genau, das ist total super. Noob. So. Und was dann passiert, ist unglaublich. Halt, bevor ich hier mit reinspringe, Oh. ich wollte Du etwas wolltest noch ein paar mitnehmen. Leitern bauen. Richtig, haben wir denn noch Holz irgendwo? Ach, wir haben sogar noch Leitern. Ha, voll gut. Das ist ja fantastisch. Habe auch noch drei. Und ich pack mal schon mal ganz viel Cobblestone weg, weil ich habe gleich eh noch 5 Tonnen. Haben Eigentlich auch schon mal. wir noch Stein unten gehabt? Was genau meinst du jetzt zu Stein? Ich meine so einen normalen Fels, also gebackenen Cobblestone sozusagen, mit Käse. Ich glaube ja. Haben wir? Soll ich da mal eben welchen holen? Weil wir haben ja schon mal das ein oder andere, wo wir dann was in Anführungsstrichen ausbessern müssen. Ja, aber wenn, dann hol auch nur einen Stack, würde ich sagen, ne? Ja, nee, das sollte auch reichen. Ja, ich meine, gut, ich kann ein zweites mit einpacken, das schadet ja nichts, aber. Wait, wait, wait! Nimm mal ein bisschen von meinem Cobblestone mit, wir haben hier oben zu viel. Das sagst du. Da kommt er So, angesprungen. warte. Da, da, da. So viel. Und da. So viel. Ja, ich habe ja Felsklumpen. schon seit. Ich habe ja schon seit 2 Folgen, bin ich da schon machen, so tun und bla und So, so. Na ja. gut. Und wir haben uns heute sogar ein Thema überlegt, Oh ja. ja, damit das Abbauen nicht ganz so langweilig wird und damit das quasi mal im Vordergrund wieder Wo steht. geht es denn hier runter? Ich Ich weiß es muss mal gerade nicht. den Weg nach unten suchen. Moment. Ach hier. Ja, mach ich doch hier mal Sag mir, Fackel du es hin. hast. Ja, das habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen hier. Ja, lass dir ruhig Zeit mit dem Leiterklettern. Macht Spaß. So. Ich glaube, da vorne war ein Creeper. La 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 la, abwärts. Und wäre gut, wenn du, glaube ich, noch ein paar Fackeln mitbringen könntest. Soll ich? Ich habe noch 59 gerade in der Hand, aber ich bringe mal noch welche mit. Weil mehr Fackeln sind mehr Fackeln sind mehr Fackeln, da brauchst du nicht lang fackeln. Ach, Wow. Scheiße, Okay, der Preis für den Wortwitz der Aufnahme geht an Eki, würde ich sagen. Es sei denn, ich toppe das nochmal später. So, ey. Ja, nehmen ich wir einmal dachte, wir das. bewerben uns ja eh für den Grimme-Preis. Also von Ach ja, daher. weil es den ja gleich nebenan gibt. Ich Ja. vergaß, ja. Soll ich uns mal noch Cobblestone hier reinwerfen, die Öfen? Ja, mach mal. Es ist nie verkehrt, viel für uns zu haben. Drei Stacks waren da jetzt, ja, komm. Machen wir einmal, zweimal. Ach, mehr habe ich gar nicht. Doch, da. Ja, mach das da. Nimm das. Nimm dies. So. Was wolltest du gleich? Fackeln wolltest du? Haben wir hier Ja. noch Kohle irgendwo? Kohle. Oh, wir haben eine Menge Kohle. Alles klar. Okay. Aber nichts gesagt. Jetzt noch eine Werkbank und ich wäre glücklich. Wir haben ja oben die Werkbank, die können wir uns ja einfach mitnehmen. Ne. 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 Wenn dann eine neue, die ist mir Ich zu will eine olle. frische. Ich höre schon wieder irgendwo Zombies. Ach, was mache ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganz viele. Dies. Ja, sei doch ruhig da draußen jetzt. Dies und das und jenes. Ich mache mal ganz viele Fackeln. Hep. Und bring noch 3 Klumpen Kohle mit. Wird super. Wunderschön. Wo seid ihr denn? Ach, ich hau einfach ab. Mach Ach, das, ist direkt glaube vor ich mir. besser. Da läuft einer mitten in mein Gesicht. Nein, nein. Ach, ich hau jetzt ab. Macht eure Party alleine. Geronimo, ich laufe. Ja, während ich hier fliehe, möchtest du das Thema mal einleiten eben? Wir werden heute ganz Okay. politisch. Wir werden heute politisch. Willkommen beim politischen Minecraft mit Redmaker und Eki. Jetzt hatte die Sau sich zuerst genannt. So. Kann nur besser werden. Das ist auch so eine Sache, die passiert mir auch ständig und dann denke ich mir hinterher, ach du Scheiße, schon wieder Ja, passiert. das Schlimme ist, ich glaube, wir machen beide halt so viele Dinge eigentlich alleine. Das heißt, ich muss ja immer mit Redmaker sagen, dann fällt mir ein, ach nee, warte, der ist ja auch noch dabei. Ja, Der existiert ja auch noch in dem Leben. Aua. Ja, das heutige Aua. Thema, Ey, was sich wahrscheinlich Bitch. über die 3 Folgen, die wir hier aufnehmen, Wow. Star Wars. hinstrecken wird, weil wir hier eh alles abbauen, Boah, der ging in den Kopf. Komm her, Arsch. Ah. ist so ein bisschen Nein, aktuell, ich da es sterbe. sich um die Böhmermann-Affäre mit Erdogan beschäftigt, diese Staatsangelegenheit inzwischen. Oh Und ja. generell die Frage, was darf Satire, was ist beleidigend?
Ne? Ja, Das ist wir so hatten unser ja Thema. vorab eine schöne Diskussion kurz darüber auch, weil wir noch so ein paar, ich nenne es mal Infos ausgetauscht haben, letzten Endes einfach auch. Ne? Ja, hier kennst du das von Böhmermann eigentlich und hast du das mitbekommen und was ist damit? Der Fairness Und halber. eigentlich mag ich ihn nicht so sehr, also, ne, ist meine Meinung. Ich finde das, was er macht, meistens ein bisschen zu krass und zu übertrieben, obwohl es immer noch in der Sparte Satire fällt. Deswegen, mir ist das ein bisschen zu viel, was er macht. Weil das ist nur meine Meinung, ne? Nur meine Meinung hier. Warte, bevor du mir wegläufst, hi. Weil ich weiß, Da, der hinter Redmaker, der dir, mag ihn. hinter dir, hinter Und dir, ich kenne auch noch ein paar andere Leute, die ihn mögen, aber hinter ich bin dir, so. hinter Ich dir. weiß nicht, ich Fackeln, weiß nicht. Fackeln, bitteschön. Oh, Dankeschön. Soll ich dir mal eben ein paar hier da nimmer. Nimm mal ein Stack, bitteschön. Hä? Ich hab dir gerade da Felsen hingeworfen einmal. So. Eben mal ganz kurz zum Geschäftlichen hier sozusagen. Ich pack mal noch ein bisschen Holz und Kram und alles hier rein. Ach komm, ich lass mal ein Stack so drin. Ne, zwei Stacks sogar. Mein Gott, wie viel habe ich denn mitgenommen? Das brauche ich Zu nicht, das brauche ich viel. nicht. Mach ich mal eben direkt noch ein paar Spitzhacken. Kann nicht schaden, ne? Ich habe fast mein ganzes Inventar voller Spitzhacken. Ach so, okay. Na gut, ja, ich mache mir noch eben zwei, drei. Gut, ja. Möchtest du dich an ein Recap versuchen, was denn gerade überhaupt abging, weswegen das gerade ein Thema ist? Oder. Jetzt kommt gleich. Wenn Nee, du mach willst, mal kannst auch lieber. du das machen, ne? Ja, wollen ist relativ. Ja, also, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, ist es so, die Politik momentan, was Flüchtlinge und sowas angeht, ist in Deutschland so, dass wir, also dass die deutsche Regierung jetzt ein bisschen versucht, mit der Türkei zu verhandeln, dass die da die Flüchtlinge aufnehmen und das Ganze so ein bisschen, ne, aufhalten, dass nicht so viele hier rüber schippen. Ja, ganz, ganz simpel gesagt ist es ja auch so, dass das aus der Richtung Europas sozusagen einfach viele in diese Richtung kommen und doof gesagt die Türkei sozusagen als erste Instanz erstmal davor steht. Ganz simpel mal gesagt. Und das sehen sehr, sehr viele kritisch, weil in der Türkei ist jetzt die Pressefreiheit und sowas nicht so groß geschrieben. Und generell so ein paar Sachen, die in der EU geregelt sind, was Verhalten zu Staatdingern, also halt Meinungsfreiheit und sowas ist, ne, ist halt nicht so Ja, sehr, wie es Meinungsfreiheit, sich. Pressefreiheit, das sind so Themen, da könnte man jetzt auch alleine darüber schon sehr lange diskutieren, wie da manche Dinge so in anderen Ländern allgemein, jetzt nicht mal unbedingt Türkei, sondern das ist einfach allgemein so. Das ist ja, ich denke mal, viele Leute wissen gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht mit vielen Rechten, die wir hier haben und dass es woanders teilweise sehr, sehr unterschiedlich läuft. Ja, so, dann kommen wir jetzt aber dann sozusagen so ein bisschen zum Problem. Dann gibt es halt jemanden wie den Böhmermann, der sich dann hinsetzt und in seiner schönen Sendung, dieses Neo Royal, eine Sendung nebenbei, die ich eigentlich auch nicht wirklich gucke, weil ich gucke ja eigentlich gar kein Fernsehen. Das ist ja das Lustige. Ich kriege dann eigentlich auch nur so die Zweitverwertung höchstens mal über YouTube oder so mit, ne? Sozusagen. Und das ist so eine Sache, wo ich dann sagen muss, ich kriege halt also nur Bruchstücke eigentlich mit. Ja, so, und dieser Mann, der gerne mit, ich nenne es mal derben Humor, auch manchmal an Dinge rangeht, hat ja jetzt im Endeffekt dann so ein Schmähgedicht über Erdogan gemacht. Tja, das Ganze wird jetzt in dem Moment problematisch, wo sich nicht nur die Frage halt stellt, darf man das? Also so Darf er das? Satire, Humor, darf man das? Sondern die andere Frage, die sich ja schlichtweg auch noch stellt, ist halt dann immer so. Ist das denn rechtlich überhaupt okay? Weil Pressefreiheit, Meinungsfreiheit ist eine Sache. Das heißt aber nicht, dass du völlig frei sagen darfst, was du möchtest und wie du möchtest. Weil es gibt ja hierzulande schon so einen Straftatbestand namens Beleidigung zum Beispiel. Und da ist es auch so, dass es ja auch eben diesen einen Paragraphen gibt, der eben besagt, du darfst dich nicht über Präsidenten anderer Länder oder sowas, ne, dann darfst da keinen beleidigen.
Ja, und ab dem Moment wird es jetzt ein bisschen problematisch. Nämlich, ist das denn überhaupt nur eine Frage des Geschmacks sozusagen? Oder ist es letzten Endes auch schlichtweg ein Straftatbestand, was er da gemacht hat? Und das halte ich ehrlich gesagt tatsächlich für sehr schwierig, das jetzt so pauschal zu sagen. Da möchte ich auch gar nicht drüber urteilen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da sehr... Die Sache ist die, er hat halt wirklich ein paar Dinge gesagt, die jetzt... Ich sag mal, mit der Satire an sich nichts zu tun hatten, weil er hat ja auch ein Wort benutzt, womit er die Mutter von ihm beleidigt hat. Und ne, ich meine, wir haben uns das Gedicht gerade auch durchgelesen nochmal. Ich wollte gerade sagen, ich kannte bis gerade nicht den genauen Wortlaut, den haben wir uns dann nochmal zu Gemüte geführt. Und da sind schon harte und Vergleiche auch drin. Ich weiß nicht, einen Präsidenten mit Charles Manson zu vergleichen, ist schon so, hui, okay, cool. Ja. Okay. Also dieser Vergleich an sich, das zähle ich noch zu Satire, wenn es dann wirklich mit beleidigenden Wörtern, also Beleidigungswörtern um sich schlägt, ne, die satirisch nicht mal einen Sinn erfüllen. Ne? Nun ja, red mal eben aus und dann konter ich mal etwas dazu. Sagen wir mal, er hat ja hier Hurensohn zu ihm gesagt, ne? Mhm. Ja, das ist jetzt eine knallharte Beleidigung. Das wird als Beleidigung gewertet, wirklich, ja. Doch. Aha. Denk mal. Und was ist, wenn du das in einen passenden Kontext setzt? Passenden Kontext? Ja. Wo gibt's da denn einen passenden Kontext? Es gibt für alles einen passenden Kontext. Also, entschuldige, es gibt für alles einen Kontext. Ich kann alles in einen Kontext setzen. Ja, aber der hatte ja so gesehen keinen Kontext. Ja, aber das war doch genau der Kontext im Endeffekt schon, ist doch schon die Tatsache, dass es eben darauf abzielte, so ein bisschen auch die Grenze auszuloten. Ist sowas okay? Darf ich das so sagen? Also im gewissen Sinne war das keine Beleidigung der Beleidigung willens, sondern es war eigentlich etwas sehr gezielt eingesetztes, um zu sagen, hi, hier ist glaube ich eine Grenze, oder? Und letzten Endes wage ich mal sogar zu behaupten, dass diese Riesendiskussion, die wir jetzt haben, ich weiß nicht, ob die in dem Ausmaß ganz so geplant war, aber letzten Endes ist es doch genau das mit Sicherheit, worauf er auch abgezielt hat. Und deswegen sage ich halt ganz deutlich, muss man auch immer so ein bisschen den Kontext sehen. Ich meine, ja, du darfst nicht alles sagen, was du willst. Nee. Ja, und es gibt eindeutig auch, finde ich, deutliche Grenzen. Ich meine, Grenzen, Was Humor und Geschmack angeht, entwickeln sich aber auch, können sich auch ändern. Das ist nicht mal ansatzweise in der Richtung, aber da fällt mir ein Beispiel immer ein. Damals, ein Ingo Appelt in den 90ern, sagte irgendwann das magische Wort Ficken. Und simpel gesagt rastete Comedy Deutschland aus, weil alles sich fragte, wow, hat er gerade echt Ficken gesagt? Dürfen wir jetzt Ficken sagen? Weil keiner hat dieses Wort vorher benutzt. Das war eine Grenze. Das war eine Grenze, die niemand überschritten hat. Ja? Ja, bis er das im Endeffekt gemacht hat. Er hat das einfach so gemacht. Ja, und das passt halt im Kontext. Die Leute haben gelacht wie sonst was, es war der Brüller und ja, seitdem war das Wort Ficken etabliert. Du durftest Ficken sagen. Klingt jetzt halt total belanglos, aber das war halt eine Grenze, die mittlerweile nicht mehr da ist. Kein Mensch würde was sagen, wenn du Ficken sagst. Einfach nur wegen dem Wort. Vergleich das jetzt mal zum Beispiel mit den USA. Das ist ein Wort, was bis heute gepiept wird. Ja, und wenn es nicht gepiept ist, dann ist es direkt Parental Advisory und sowas, ja? Du, ab 18. Ja, das ist aber der interessante Punkt auch eigentlich dabei. Also das ist ja zum Beispiel schönes Beispiel, wo man mal so sieht, so guck mal so, da sind Geschmäcker ja auch verschieden sozusagen. Beziehungsweise gesellschaftlich ist es da einfach verschieden. Was hierzulande okay ist, ist da nicht okay. Umgekehrt wird bei uns auch nicht jeder Nippel gerne gesehen und sonst was, ne? Das sind so, ja, weiß ich nicht. Ne? Also da gibt es schon deutliche Unterschiede einfach so zwischen den Ländern und ich denke halt, dass das jetzt aber eben auch so eine Sache ist. Das, was du in den einen Land darfst, ist in den anderen vielleicht nicht so okay. Es ist halt gerade da so, dass ein Erdogan da auch sehr, sehr wenig mit sich spaßen lässt. Also da kommen ja Leute wegen teilweise. Sind schon Leute da angeklagt worden wegen Sachen, wo du hierzulande sagen würdest, wow, deswegen? Ja, wo man dann irgendwie einen Tweet schreibt und sagt so, ja, finde ich jetzt nicht so geil, was der gerade macht. Bam, Klagermals.
weil ich gesagt habe, dass das nicht gut ist, was du machst. Also da wird eine Frau Merkel aber ordentlich viel klagen können, wenn sie das jedes Mal täte. Ja, aber das ist ja auch so eine Meinungsfreiheit, ne? Also, wenn man eine fundierte Meinung äußert und nicht einfach sagt, ist scheiße, ne? Obwohl okay, man da auch, okay, aber da, da, da stell dir aber die Frage, wie die formuliert ist die Kritik. Für uns ist sie ja okay formuliert, wenn einer sagt, der hat jetzt hier das Politische sowieso gemacht, ne? Das und das war seine politische Tat, das finde ich nicht gut. So, und dafür wirst du angeklagt. Wo du sagst, das ist doch keine Beleidigung, gar nichts. Mhm. Da ist es dann aber so, dass gesagt wird, ja, aber er hat das in Frage gestellt, das reicht. Und das ist halt so eine Sache, das macht es halt schwierig, wenn das so ein bisschen länderübergreifend sozusagen jetzt ein Thema ist jetzt gerade, ne? Weil es ist ja nicht nur bei uns ein Thema, sondern, ja gut, bei uns ist es auch ein Thema, weil die Frage gestellt wird, darf er das überhaupt generell hierzulande? Aber es hat ja nicht nur Auswirkungen auf uns hier in Deutschland, sondern es ist ja nun mal jetzt eine, ich nenne es mal, ja, ich glaube, es ist jetzt ein europäisches Thema zu nennen, wäre jetzt übertrieben, ne? Aber das ist wirklich ein bisschen zu. Es ist auf jeden Fall ein Thema zwischen uns und der Türkei sozusagen gerade. Ich sage jetzt mal einfach uns, wir Deutschen hier. Ich, wie gesagt, ich kann da so kein abschließendes Urteil darüber abgeben, ob das jetzt wirklich total okay war oder nicht. Aber ich denke mir halt... Es ist grenzwertig auf jeden Fall. Grenzwertig ist es mit Sicherheit, aber das sehe ich letzten Endes als Ziel und Sinn der Satire auch an. Da vielleicht auch ein bisschen gesellschaftskritisch zu sein. Und da stelle ich jetzt mal bewusst die Frage, warum nur unserer Gesellschaft kritisch gegenüber? Das ist halt das eine. Und das andere ist schlichtweg... ja, wie ich gerade schon mal sagte, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück. Was ist mit dem Kontext? Der Kontext ist etwas sehr Wichtiges. Es passierte nicht einfach so. Jan Böhmermann ist nicht jemand, der einfach auf Facebook gepostet hat, ey, du bist voll der Hurensohn. Sondern er tat es im Rahmen einer Sendung, die gezielt auf satirische Comedy abzielt, die sehr viel Gesellschaftskritik übt und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist der Rahmen automatisch ein ganz anderer, wo das passierte. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja. Und deswegen sage ich halt, und da wird es jetzt langsam interessant. Darf er das? Ist das okay oder nicht? Ist die eine Frage. Okay, lass ich durchgehen. Die andere Frage ist aber ganz simpel auch, wo wurde das denn überhaupt gemacht? Ja? Also du beschließt dich darauf, wenn irgendwas passiert, dann sollten die Gesetze des Landes bzw. des Senders in dem Falle auch in Kraft gelten, wo es passiert ist. Ja, nicht nur so. Das, die Frage ist halt einfach, in welchem Rahmen ist das auch veröffentlicht worden, weißt du? Wenn ich jetzt, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich weiß gerade nicht so ganz, wie ich das jetzt formulieren soll. Hätte er es, wie gesagt, einfach nur so veröffentlicht, dann wäre es eine Sache gewesen. Dann wäre es, doof gesagt, seine Meinung einfach nur gewesen. Und das wäre für mich ziemlich eindeutig eine Beleidigung. Das ist, irgendein Typ steht vor dir und sagt, dass deine Mutter eine Hure ist. Okay, das ist wohl mit Sicherheit nicht nett gemeint, da können wir uns einig sein. Es tut aber jemand gerade in ein Umfeld, wo Comedy stattfindet, wo Satire stattfindet. Nimmst du den Menschen in diesem Moment ernst? Nicht zwangsläufig. Also, irgendjemand sagt zu dir, dass du keine Ahnung von Musik hast. Bist du dann getroffen? Ist das eine Beleidigung? Sagt er, du bist zu blöd, um Musik zu machen? Weil... Also er stellt immer noch das... eine Geschmackssache für mich ist. Ja, Moment, pass auf. Nur mal als doofes Beispiel. Ich möchte auf was hinaus. Ich sitze jetzt vor dir und sage, ey, du bist echt zu blöd, um Musik zu machen. Lass den Scheiß einfach. So, das ist jetzt einfach eine offensive Kritik. Fertig, okay? Gut, ich war live bei Jürgen von der Lippe und es ging darum, dass die Leute mitschnipsen sollten. Und der guckte so vorne ins Publikum und sagte dann irgendwann seiner Frau, was machen Sie da mit Ihren Fingern? Wissen Sie was? Machen Sie einfach Ihre Handtasche rhythmisch auf und zu, das wird das Beste sein. So, und der Saal liegt in dem Moment am Boden, weil, ne, die Frau wird rot, ist aber selber mit am Lachen. Im Endeffekt hat er das Gleiche gesagt wie, ey, du bist zu blöd zum Musik machen. Aber der Rahmen ist ein ganz anderer, weil es ist eine Comedy-Show gerade. Er macht sich sowieso über alles lustig und die hat halt nicht gut geschnipst. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Mhm. Und das ist das, weswegen ich sage, der Kontext ist generell etwas, was man sehr beachten muss. Wenn ich sage, okay, pass auf, ich hau jetzt gleich ein paar Sprüche raus, die gehen jetzt unter die Gürtellinie, aber... Und dann lege ich los. Dann habe ich direkt für eine gewisse Klarheit vorab gesorgt und gesagt, pass auf, das, was jetzt kommt, ist jetzt nicht mal so ernst oder böse gemeint, wie ich es formulieren werde, aber ich hau jetzt mal raus.
Das heißt nicht automatisch, dass dich das vor jeder Rechtsprechung zum Beispiel schützen kann und darf. Das meine ich damit nicht, weil doof gesagt, dann könnte ich wirklich machen, was ich wollte. Dann könnte ich mich hier demnächst hinstellen, irgendwelche Judenwitze oder sonst was erzählen und einfach vorher sagen, ja, ich bin ja kein Fascho, aber... Ja, es muss Grenzen geben. Aber allein eben, schon, es ja. muss Grenzen geben. Die sehe ich ganz deutlich. Das ist definitiv so. Es muss deutliche Grenzen geben, absolut. Die Frage ist halt nur, wo ziehen wir diese Grenze? Wie wird die festgelegt? Wer genau legt die fest? Und da reicht es nicht, wenn viele Leute jetzt einfach nur eine Meinung dazu haben. Weil ich denke, da muss im Zweifelsfalle dann auch wirklich ein Richter hingehen oder sowas und sagen, pass auf, das war jetzt okay und das war nicht okay. Ja. Ja, und um mal ein anderes Beispiel zu nennen, weil es mir gerade kurz in den Sinn kommt, du darfst einen Polizisten nicht duzen. Nee. Ja, weil das ja mangelnder Respekt vor dem Amt, keine Ahnung, irgendwie sowas ist. Ja. Es gab irgendwann mal ein Urteil, dass ein Dieter Bohlen einen Polizisten geduzt hatte und dafür freigesprochen wurde. Wow. Mit der simplen Begründung, der duzt jeden. Guck dir jede Sendung an, jedes Interview mit dem, was er über Jahre geführt hat, der sieht's niemand. Und doof gesagt, wurde da im Endeffekt dann auch entschieden, pass auf, das ist einer, der sieht's niemand. Das kannst du da einfach nicht erwarten. Da er auch ein Prominenter ist, muss das auch einem Polizisten klar sein, weil der Bekanntheitsgrad dieser Person ist so hoch, dass auch der Polizist ihn vorher kannte und simpel gesagt darauf eingestellt sein musste, nicht gesiezt zu werden. Also kann er da jetzt nicht auf Beleidigung pochen. Ja, aber wenn du jetzt ein Normalsterblicher, sag ich mal... Okay, aber Jan Böhmermann ist auch kein Normalsterblicher in dem Moment, sondern er macht eine Satire-Show. Du verstehst langsam, worauf ich hinaus möchte? Verstehe ich ja schon die ganze das, Zeit. Das macht es so halt schwierig die, halt, finde ich. Die Sache ist halt die, warum sollte ein anderer Mensch, der Bekanntheitsgrad hat, einfach mehr Rechte in dem Fall haben als andere Leute? Weil ich wollte gerade sagen, nicht, wenn du als nicht normale mehr. Person... Er hat nicht mehr normal, Rechte. Wenn du als normale Person, sag ich mal, nur Leute duzt, ne? Ja. Und gehst dahin und du kannst es sogar beweisen. Ich glaube nicht, dass du da freigesprochen wirst. Das käme vielleicht auf den Einzelfall an. Das kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Ist vielleicht die Frage dann. Aber das wäre dann jetzt wieder auch so ein Punkt, wahrscheinlich würde ich das jetzt machen. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich sieze seltenst Leute. Ist bei mir auch so. Ich sieze seltenst Leute, weil einerseits willkommen im Ruhrpott. Hier ist alles dat und wat und du. Ja, dat, wat und du. Also hier gehe ich in irgendeine Frittenbude, wo ich noch nie vorher war. Wat willzen? Das ist Ruhrpott. Hier gehe ich auf den Wochenmarkt bei der dafür Frau, die mir ein paar Tomaten verkauft und sie sagt, wat kriegst du denn noch so? Weißt du, das ist Ruhrpott. Sorry. Hier wird nicht viel gesiezt. Höchstens, wenn du einen Job hast. Kann ich dir noch tun, mein Lieber, ne? Sowas. Ja, aber das ist so, weiß ich nicht. Jobs, die mehr Förmlichkeit erfordern. Okay, wenn ich in eine Bank gehe, werde ich gesiezt. Aber ich bin ja in der Regel nicht in eine Bank. Weißt du, Leute mit Anzügen siezen hier. Aber sonst macht das hier groß keiner. Und das braucht auch keiner. Das ist auch egal. Bei ja, uns ist und, es eh so hier, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber bei uns ist es so, die meisten sind da jetzt so, wenn sie gesiezt werden, dann werden sie rot und sagen, ey, duz mich lieber, sonst komme ich mir zu alt vor. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, und das kommt bei mir zum Beispiel auch noch so dazu. Bei mir hat es sich, ich sag mal so eingebürgert, dass ich gar nicht groß Leute sieze. Weil, also mittlerweile hält es sich in Grenzen. So mit 34 fängt das doch mal langsam an, ist mal ganz hübsch, aber bei mir ist es tatsächlich ja so, ich habe es also selbst in meinen 34 Jahren in manchen Laden, wenn ich reingehe, wo ich nicht groß einkaufen gehe, stehe ich mit einer Pulle Wodka an der Kasse und die wollen meinen Ausweis sehen. Finde ich großartig. Heißt aber letzten Endes auch, dass ich dementsprechend halt viel geduzt werde. Ja, und wenn ich geduzt werde, warum soll ich jemanden siezen? Das ich mein, ist auch ich, der Fall. Ich werde ja geduzt, weißt du, weil die davon ausgehen, ah, der hat noch das und das Alter, also... Zeig du mir mal deinen Ausweis. Ja, hier, klar, kannst du haben. Und werd dann überrascht angeguckt, weil, warum sieht's der mich nicht? Ja, weil du mich auch nicht siehst. Hä? Warum soll ich dir mehr Respekt entgegenbringen als du mir? Das ist auch so eine Sache, wo man denken muss, man muss sich den Respekt ja auch verdienen, sozusagen. Teilweise. Dass man Respekt vor Eltern ja. hat, ist klar, aber wenn mir jetzt irgendeine alte Person, ich bin jetzt mal da auch ein bisschen härter mit dem Wort, weil wenn mir irgendeine alte Person sagt,
dass ich kleiner Hippie mit meiner komischen Metallmusik von der Straße gehen soll, weil ich die öffentliche, weil ich damit öffentliche Erregung machen, obwohl ich die über Kopfhörer in einer sehr, sehr angenehmen Lautstärke für mich höre, sodass es kaum nach draußen schallt, dann ist da so der Punkt, wo ich mir denke, ja, wieso sollte ich vor dem Respekt machen, der mich so anmault, obwohl es eigentlich total irrelevant ist, dass er mich anmault. Ja. Verstehst du? Ja, das sind aber so die Sachen, auf die ich hinaus möchte, weißt du, und deswegen finde ich es aber halt auch so schwierig, da sitzt, wie gesagt, ein Jan Böhmermann sitzt da halt auch mit seinem Anzug halt rum, und sieht zwar auf eine gewisse Art und Weise seriös aus, macht aber, ja, ich meine, natürlich schon seriöses Entertainment, so ist es ja nicht. Und es ist auch bei weitem nicht so, als wenn seine Sachen nicht durchdacht wären. Wie gesagt, bei mir ist es halt immer so, ich denke, dass die Sache wirklich einfach sehr, sehr schwierig ist. Die lässt sich gerade auch nicht so ganz einfach beantworten, ist das jetzt okay oder nicht. Einfach mal ein Teil persönliche Meinung. Ich mag den Kerl, weil er, ne, das Thema hatten wir kurz vor der Aufnahme. Ich habe halt letzten Endes ganz simpel gesagt, ich mag den Kerl allein deswegen, weil er Eier hat. Und das fehlt mir bei sehr vielen Leuten. Er ist halt jemand, der sich das einfach mal wagt, das aber auch auszuprobieren, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, ob es jetzt okay ist oder nicht, liegt dann ja auch gar nicht mehr in seiner Hand. Das will er auch gar nicht entscheiden, habe ich das Gefühl, sondern nö, das sollen die anderen ausdiskutieren, aber ich sag, ich mach das jetzt einfach. Weil ich denke, dass das okay ist. Und ich kann das so hinnehmen. Simpel gesagt, wenn du so einen Beitrag schon ankündigst mit, der wird bestimmt hinterher gelöscht, dann machst du damit schon sehr deutlich, worauf du dich von vornherein einlässt und dass du sehr genau weißt, was du da gerade machst. Ja, also das war keine unüberlegte Aussage, sondern nee, das war schon sehr geplant auch. Und ich glaube, der... Mach mal eine Leiste nach oben, dann bringe ich Cobblestone weg. Also ich denke, er nimmt es auch in Kauf. Doof gesagt, wenn er da nachher wirklich irgendwie 2-3 Jahre in den Knast gehen muss, dann zieht er da durch. Dann ist das halt so. Gibst du mir mal Leitern? Bitte? Ja, warte, ich sammle mal eben hier auch noch ein bisschen Kram ein, dann komme ich direkt mit, weil mein Inventar ist auch voll. Oh, es wird aber auch langsam hier, du. Ja, haben wir hier aber schon hier, wa? Ja, wir haben schon, ich glaube, warte mal, ich guck mal kurz ins Loch rein. So, Leiter haben wir. Ich muss mal mehr Leitern bauen, wow. Wir haben ungefähr ein Drittel fertig. Okay. Ja. Wir haben hier oben natürlich keinen Thron, das ist natürlich sehr smart, ne? Wie viele Minuten haben wir denn noch? Nur ein bisschen können wir noch. Ein bisschen? Ja. Bau mal ein paar Thron. Ja, ich mach mal eben. Bin auch schon dabei. Flupp, fertig. Okay. So, mehr Erde. Mehr Stein, meine ich. Das ist eine Menge Stein, die wir hier weghauen. Naja gut, aber das bleibt halt nicht aus, wenn man so einen Berg umgräbt, ne? Warum haben wir dann auch erstmal genug Material für kommendes? Ja, das auf jeden Fall. So, einmal, zweimal, dreimal und eine Menge Spitzhacken brauche ich. Mach du mal Spitzhacken, ich mach noch ein paar Schaufeln. Ja, Schaufeln habe ich gerade auch noch eine gemacht für mich. 3 Stück. So, reicht schon. Einmal, zweimal... Dreimal reicht der erstmal. Wolltest du noch eine? Ja, reicht erstmal. Alles klar. So, da habe ich noch ein bisschen mehr Geschissel. Den schmeiß ich mal da rein. Das. Brauche ich ein Bett dabei? Ich glaube, das hast du schon letzte Woche. Gravel tue ich mal dahin. Achso, Holz kann ich auch da lassen. Achso, Moment, halt, Leitern. Leitern wollte ich noch bauen. Ja. Also irgendwie, wir kommen nicht ganz zum Ende mit der Diskussion, ne? Das ist so, man kann jetzt viel drumherum reden, ich aber... Ich denke mal, wir werden auch die nächste Folge noch weiter drum sprechen. Ja, ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen, ja. Ja. Aber ist gut, dann habt ihr wenigstens ein bisschen was noch nebenbei, während wir da nur abbauen. Ich denke mal, dann ist es ein bisschen spannender zu gucken. Ja, so politisch waren wir auch noch nie. Ist mal was ganz Neues. Nee, tatsächlich. Ich meine, wir hatten ja schon einige unsere Talkstreams, wo wir so ein bisschen politisch wurden, auch in Sachen Religion. Pseudopolitisch, ja. Ja, pseudopolitisch. So schlimm sind wir ja meistens nicht. Wir wollen auch, glaube ich, gar nicht meistens so politisch sein, aber... Nee, aber ab und an muss man auch mal über sowas reden, finde ich. Es bietet sich aber halt auch gerade mal ein anderes Thema, ne? Insofern, Ha!
Ich wusste es. Die machen das nur wegen Clickbaits. Nö, nein. Gar nicht mal. Nö. Nee. Ich bin ja halt nur ein Freund von, Achtung, jetzt wird's ganz tiefgründig, von zeitloseren Entertainment. Und das kann ich eher dann bieten, wenn ich nicht über aktuelles Tagesgeschehen spreche, sagen wir es mal so rum. Weiß ich nicht so. Die aktuelle politische Lage in Nahost. Aha, ja, spannend. Da gucke ich Nachrichten für. Da muss ich aber nicht mehr drüber diskutieren. Nicht, ja, dass ich da keine Meinung habe oder sowas, aber nee, das hat hier dann nichts so zu suchen. Es fliegt gerade eine Wolke durch den Berg. Ich sag mal, ich glaube, das ist jetzt gerade halt auch einfach so ein Thema, was einerseits natürlich aktuell ist, aber andererseits halt auch einfach so eine allgemeine Frage mal ist, ne? Wo sind Grenzen des guten Geschmacks? Wo sind Grenzen des Humors? Darf und sollte man die überschreiten oder nicht? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Es ist ja auch immer eine Meinungssache, ne? Wo die Grenzen sind. Ist es auch, absolut, klar. Das ist halt auch so ein Knackpunkt in der ganzen Geschichte, wo man sich unschlüssig sein könnte, darf er das oder... Es fängt bei den simplen, ja, Dingen an, weißt du, der eine pupst und Person A lacht und Person B denkt sich, oh Gott, wie widerlich. Das ist, ja, Humor. Humor ist etwas, worüber du nicht wirklich streiten kannst, wo jeder sein ganz eigenes persönliches Empfinden auch zu hat und ja, gerade bei solchen Sachen geht es jetzt eben nicht um, der hat ein bisschen Wind hinten rum gemacht, sondern nee, das ist eine ganz andere Nummer. Das war ein Lauffeuer, was er gemacht hat. Ja, das ist halt echt eine ganz andere Nummer und insofern, ja, ist es halt auch ein sehr komplexes Thema, ne? Beim Pupsen kannst du wirklich sagen, ja, stinkt, ist witzig, oder kannst sagen, war es voll widerlich. Ja, so, damit ist das Thema auch schon eigentlich durch. Keiner fragt, ob man das darf oder nicht, weißt du? Weil, ja. Nimmt man mal so hin. So, mein Lieber, machen wir aber erstmal eben kurz Feierabend. Achtung, Cliffhanger incoming. Weil wir, ja, haben eigentlich schon wieder hier unsere Zeit hier voll durch. Es sieht interessant aus gerade, mein Gott. Wie weit müssen wir denn eigentlich runter? Das ist schon ein ganzes Stückchen, ne? Warte. Du hast dich ja bis da unten runtergegraben. Ich hab mich hochgebuddelt, eher gesagt. Ach, hochgebuddelt hast du dich, okay. Ja, war es, die Wolke ist bei mir gerade im Weg. Ich höre ja gucken, die ganze gehen, Zeit die hier aus. Einen Zombie. Da ist, irgendwo ist doch hier ein Hohlraum, oder? Aber ach Gott, ja, da haben wir noch ein ganzes Stückchen vor. Ja, dann wisst ihr, wie lange die Diskussion geht. Die führen wir bis zum Grund hier. Natürlich. Das ist, schön. Warte, ich stelle mich hier hin, weil dann kann ich hier das hier als Thumbnail auch nutzen. So, wir gehen den Ding auf den Grund, bis da unten. Oh. Und da unten ist dann irgendwo auch die Grenze unseres Niveaus, wisst ihr schon mal Bescheid. Wenn wir dort unten angekommen sind, dann ist hier das Niveau wirklich weg. Ja, wird super. Die MS-Niveau ist gesunken. die MS-Niveau, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Großartig, ja. Danke fürs Zugucken. Ich danke schon mal fürs Reinschauen, genau. Ne? Bis zur nächsten Diskussion. Tschüss.